Sanna Marin ist von den finnischen Sozialdemokraten als neue Ministerpräsidentin aufgestellt worden. Stimmt das Parlament dem Schritt zu, wird die 34-jährige bisherige Verkehrsministerin die jüngste Regierungschefin in der Geschichte Finnlands. Esko Aho war 2 Jahre älter, als er 1991 das Amt des Ministerpräsidenten antrat. Sie habe nie über ihr Alter oder Geschlecht nachgedacht, sondern habe immer die Gründe im Blick, die sie in die Politik gebracht haben, sagte Marin. Der bisherige Regierungschef Antti Rinne hatte am Dienstag seinen Rücktritt eingereicht. Zuvor war der Sozialdemokrat unter anderem vom wichtigsten Koalitionspartner der Zentrumspartei wegen seines Umgangs mit dem Streik der Beschäftigten der finnischen Post scharf kritisiert worden.